Herzlich willkommen zurück zu Banishers Ghosts of New Eden. So, ist das jetzt clever, von links hier reinzulaufen oder von rechts? Da oben sehe ich so eine Geisterfalle. Oder? Hier kommt ein Kampf, oder? Wenn da schon steht, ich darf da nicht drauf schießen. Wieso darf ich da nicht drauf schießen? Alles sehr mysteriös hier. Ach so, genau, da war doch noch was am Wasser. Das nehmen wir natürlich auch mal direkt mit. Wenn ich das von hier aus machen kann. Ja. Wobei, das sind auch noch Sachen, die ich theoretischerweise noch kaputt hauen kann, ne? Gucken, ob da noch irgendwas drin ist. Das war jetzt ein cleverer. Ja, das machst du super. Ach ja, hier unten ist auch noch was zum Aufheben. Okay, perfekt. Das ist so eine große Gegend hier. Das ist Wahnsinn. Okay, aber wir müssen auf jeden Fall den Weg hoch. Da unten haben wir noch mehrere Sachen. Ich würde sagen, das erkunden wir dann später. Ich hätte auch gerne noch mal ein bisschen Story hier, weil dieses ewige Hin- und Herlaufen ist ja schon ein bisschen langweilig. Für ein Story-Game. Da kommen wir nicht durch, ne? Das Dorf ist voller Geisterschutzvorrichtungen. Sag ich ja. Sie fürchten sich für irgendetwas. Zerstör sie besser nicht. Das sorgt nur für Ärger. Ja, und was mache ich dann? Wenn ich das nicht zerstören darf? Ich komme hier auch nicht durch. Achso, doch, Moment. Kann man einfach öffnen. Das heißt, es kommt jetzt wieder ein großer Gegner, oder? Das Dorf in den Eigen entdeckt. Ist hier jemand? Hallo? Hallo? Jemand zu Hause? Wo sind alle? Guten Tag, ich hätte gerne zwei Brötchen. Hallo, machen Sie auf, machen Sie auf. Sonst nehme ich Ihre Wertsachen. Oh, schade, ist abgeschlossen. War da nicht gerade? Kam ich da gerade? Nee, kam ich nicht dran, oder? Oh, Moment. Der Brunnen. Er ist kürzlich versiegelt. Da ist was Seltsames drunter. Und riecht widerwärtig. Jetzt auch nicht die verbuddeln hier die Leichen im Brunnen. Das wäre nicht so toll. Leute, ich würde gerne eure Schutzvorrichtung kaputt machen. Hm. Was geht denn hier ab? Frage ist, leben die Leute hier überhaupt noch, ne? Ich muss wahrscheinlich oben zu dem großen kaputten Haus, denke ich mal. Aber vielleicht finde ich ja noch irgendwas hier zwischendrin. Ich meine, außer Ärger und Gegner. Da war ich schon. Das kann man nicht lesen, okay. Von wo kommen diese ganzen Geräusche? Das ist ja ekelhaft. Ist das von diesen Totems da? Nach den Siedlern suchen. Irgendwie habe ich so die Befürchtung, die haben sich alle oben drin verschanzt und sind niedergebrannt worden oder sowas. Weil wenn ich das aus den Augenwinkeln richtig gesehen habe, das ist abgeschlossen, war oben das nämlich kaputt, also niedergebrannt. Eieiei. Ich meine, wir müssen es probieren, ne? Ich gehe nicht davon aus, dass hier irgendeiner aufmacht. Aber es ist schon heftig, so ein seelenloses Dorf.
In so einer Zeit, wo überall irgendwelche Zombies rumlaufen. Das ist kein guter... Kein guter Ansatz hier. Hier ist eh keiner mehr. Vielleicht gibt es einen Schlüssel. Ja, vielleicht. Vielleicht gibt es aber auch irgendwo Einwohner hier. Also, ich fürchte nur, die sind schon alle tot. Da oben, das Gebäude, meinte ich übrigens. Das sieht, für mich persönlich sieht das so ein bisschen aus, als ob das irgendwie niedergebrannt ist oder so. Und ich kenne da so einige Storys, wo die sich dann alle in irgendwelche Kirchen oder sowas geflüchtet haben und die dann halt absichtlich niedergebrannt wurden. Wobei das dann die Menschen waren und nicht irgendwelche Ungeheuer, muss man dazu sagen. Also hier können wir theoretisch und praktisch auch einen Aufzug holen. Oder auch nicht, weil der mal wieder in irgendetwas verklemmt ist. Absichtlich oder unabsichtlich? Ach ja, ich kann ja nicht. Ja. Der ist oben, oder? Ich höre den nur bis hier unten. Das muss sie machen. Das heißt, ich muss auf jeden Fall die Dinger kaputt machen. Gehe ich mal stark davon aus. Ich werde beten, auch wenn das meine Seele in Gefahr bringt. Ich meine, so böse ist Gott jetzt auch nicht. Okay, das ist wieder so eine Sache, was nur sie machen kann, ne? Ich bin auch immer noch in dem Einfluss drin. Da hinten kann ich dann am Rand entlang. So langsam bekomme ich hier so ein bisschen Sorge. Und wie sein Speer, eiserne Spitze und unzerstörbarer Schaft. Und ja, auch wenn ich mich wiederhole... Diese Predigt hat es verdient, wiederholt zu werden. Sind die jetzt alle auf einen Haufen hier oben? Auch wenn es schmerzt, ich tue es für wahr. Ich, Fairfax Haskell, werde beten. Auch wenn der Dämonen gewaltiger Zorn meine Seele ja, ist. Ich doch. Freunde, unser Erfolg soll euch Kraft spenden. Vertrieben aus unserem Zuhause durch die Machenschaften des Teufels, stehen wir jetzt hier gemeinsam im neuen Haus Gottes. Wir kommen zusammen, wir beten, wir obsiegen. Und der heilige Schutz, den mein Sohn für uns gerade nach meinen Anweisungen anfertigt, wird uns dienen. Denn ich habe endlose Stunden Bücher und Dokumente für euch durchforstet, die Werke meiner Brüder geradezu verschlungen, auf dass dieses Haus sicher sei. Fairfax Haskell, für den man das Wort aufgeblasen erfand. Halb fertig? Ja. Dem Wind ausgesetzt? Ja. Aber es erstrahlt bereits durch unseren Glauben. Ein leuchtendes Mal flammender Hoffnung auf bessere Zeiten. McGrath? Mr. McGrath? Ich dachte, ihr seid doch... Welche glückliche Fügung. Welch ausgezeichnete Neuigkeiten. Welch ein Segen. Ich applaudiere euren tapferen Taten. Au fait, sag ich mal. Tot. Ich dachte, ihr wärt tot. Vielleicht bin ich das ja. Mein Freund, ihr solltet darüber nicht scherzen. Denn der Teufel schläft nie. Und er kratzt schon an der Pforte. Bildlich gesprochen. Ich bin am Leben. Versprochen. Meine Freunde... Ich muss die Predigt verschieben. Der Kampf gegen die Legionen des Teufels endet nie. Und Mr. McGrath und ich müssen uns unterhalten. Danke, Lammy. Bestaunt dieses Wunder, Mr. McGrath. Selbst im Exil, in unserer dunkelsten Stunde, finden wir die Kraft, dieses bescheidene Monument zu errichten. Aber
Wir müssen über düsterere Dinge sprechen. Denn wir, gebildete, belesene Männer, wissen, dass das Böse noch unter uns weilt. Es ist viel zu tun. Jede Menge, in der Tat. Ja, ja. Vergebt mir die schlichte Begrüßung. Ihr seid allein. Gehe ich recht in der Annahme, dass Fräulein Duarte nicht mehr unter uns weilt? Sie war sich des Risikos bewusst. Ich hätte an ihrer Stelle sterben sollen. Ich möchte nicht darüber sprechen. Ja. Sie war sich des Risikos bewusst. Dann will ich zum König gehen, obwohl es gegen das Gesetz verstößt. Wenn ich umkomme, komme ich eben um. So sprach Esther zu Mordecai. Klug, mutig. Mein aufrichtiges Beileid. Die Trauer ist eine Reise, lang und voller Schmerzen. Aber ihr begeht diesen Weg nicht alleine. Das verspreche ich euch. Es kommt die Zeit, da ihr loslassen und alleine weitergehen müsst. Mit der Zeit heilte Gott meine Wunden. Möge doch ihr Frieden finden. Nun, bedauerlicherweise muss ich selbst in diesen für euch schlimmen Zeiten rasch zum Geschäftlichen kommen und euch einmal mehr um Hilfe bitten. Wie kann ich helfen? Einer unter uns steht im Dienste des Teufels. Die Kolonie ist vom Pech verfolgt. Und obwohl es mich beschämt, dies zuzugeben, das Böse weilt unter uns. Wir beide sind bewandert in diesen Angelegenheiten. Aber ich bin ein Mann von hohem Rang. Und ihr, werter Herr, seid der Mann fürs Praktische. Geht und sprecht mit den Leuten. Begebt euch unter sie. Bringt in Erfahrung, wer insgeheim mit dem Teufel paktiert. Sodass wir dieses Übel herausschneiden können. Ja. Ist eine Hexenjagd weise? Hier und jetzt? Nun, es ist nicht nur weise, es ist unumgänglich. Dieser Diener des Teufels hat eine Seuche über meine Gemeinde gebracht. Beelzebub selbst begehrt unsere Vernichtung. Zuerst verdirbt er das Fleisch und später, wenn wir alle geschwächt sind, den Geist. Es spielt uns gegeneinander aus. Die Gemeinde wird durch Misstrauen erneut entzweigerissen, denn jeder verdächtigt jeden. All das, um meine Anhänger zu verwirren und sie vom göttlichen Pfad der Tugend abzubringen. Ach ja. Wieso denkt ihr, dass eine Hexe ihre Finger im Spiel hat? Ich bin ein Mann Gottes und der Wissenschaft, werter Herr. Ich kann die Zeichen deuten. Wenn eine angeblich mysteriöse Krankheit über Nacht die Hälfte meiner Leute befällt, kann es nur einen Schuldigen dafür geben. Den Teufel, mein Herr. Wahrscheinlich agiert er durch einen seiner Diener. Denn ich habe sofort erkannt, dass das Wasser im Brunnen vergiftet wurde. Es gibt hier keine Fremden. Eure Wenigkeit ausgenommen. Niemand ist geflohen. Die, oder wohl eher der Schuldige, befindet sich noch im Dorf. Das Böse besteht. Das Böse wird stärker, aber diese Hexe wird ihre Taten bereuen. Oder der Hexenmeister. So war es und so wird es werden. Vor einigen Jahren, vielleicht habt ihr davon gehört, machte ich mir durch die Hinrichtung einer üblen Hexe einen Namen. Es schmerzt mich, dass es wieder sein muss. Ja, ich bin kein Hexenjäger, genau. Die Krankheit. Erzählt mir mehr davon. Direkt nach meiner Ankunft hier in den Harrows begann ich damit, das Land mit geweihten Talismanen zu schützen. Bewahrt vor dem Fluch fühlten wir uns alle sicherer. Eine Zeit lang. Dann vergiftete jemand den Brunnen. Unsere einzige Wasserquelle. Das muss einer von uns gewesen sein. Verdorbenes Wasser beweist gar nichts. Guter Punkt, Verbanner. Das wäre vielleicht richtig, wenn wir nicht seit Monaten ohne Unterbrechung ganz offensichtlich von einem furchtbaren Fluch heimgesucht würden. Auf die eine oder andere Weise konnte der Teufel einen seiner Anhänger hier einschleusen. Und wer weiß, was der niederträchtige Höllenfürst als nächstes im Schilde führt. Eure Geisterschutzvorrichtungen sind interessant. Geisterschutzvorrichtungen? Interessant.
Ich nenne sie Heiligmacher. Ein Name, der meiner Gemeinde Hoffnung schenkt. Er weiß aber schon, dass das Geistervorrichtungen sind, ne? Für so etwas benötigt man ein solides Verständnis des Okkulten. Wo habt ihr das gelernt? Etienne Roulet, einer der großartigsten Dämonologen unserer Zeit, ist ein guter Freund von mir. Ich habe seine Arbeit verbessert. Warum habt ihr die nicht in New Eden eingesetzt, wo der Fluch begann? Es war schwieriger, die gesamte Kongregation von der Notwendigkeit von Magie zu überzeugen. Die Menschen hier vertrauen auf meine unleugbare Integrität. Mhm, so nennt man das also. In eurer Position weiß man doch, was in seiner eigenen Gemeinde vor sich geht. Aber selbstverständlich weiß ich alles, was es zu wissen gibt. Oder fast alles. Stellt mir eure Fragen, werter Herr. Seid nicht schüchtern. Wie geht es in der Kolonie? Mein Herr, das Gemeinwesen ist eine schwere Bürde. Der Teufel gibt sich nicht damit zufrieden, das Fleisch zu schwächen. Er greift auch Herz und Verstand an. Bis ihr den Übeltäter entlarvt habt, wird die Harmonie in unserem göttlich schönen Commonwealth durch Misstrauen gestört sein. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt Zwist unter den Menschen hier. Wie wurdet ihr, ein Mann von Rang und Glauben, zum Dämonologen? Ah, nun, wenn ihr einen Moment Geduld aufbringen könnt, werde ich es euch gern erklären, ohne auszuschweifen. Der Herr hat mich nicht nur mit Intellekt und Glauben gesegnet, sondern auch mit den Mitteln für eine Ausbildung. Mit der Zeit und dem Ort zum Lernen. Mein Vater war eine Weile der Schüler von Henry Boguit, dem großen Dämonologen. Er hatte die Bücher, ich das Talent. Nach seinem Ableben übernahm ich das Zepter. Mein Vater lehrte mich, was Pflicht bedeutet. Ich habe Gaben, Glaube, Intellekt, Rang. Diese gilt es für meine Anhänger zu schützen. Das ist meine Pflicht. Das ist meine Bürde. Euer Sohn, wie würdet ihr ihn beschreiben? Lamentation? Wie würde ich ihn beschreiben? Nun, er ist neugierig. Wissbegierig, meine ich. Nicht unbedingt absonderlich. Obwohl das auch hin und wieder zutrifft. Ich wollte ihn in Dämonologie unterrichten. Zur dritten Generation Hexenjäger ausbilden. Aber er zeigte keine Veranlagung dafür. Okkultes Wissen wäre nur verwirrend für seinen guten Geist. Im Herzen ist er ein naiver Junge, der viel liest, aber wenig spricht. Ich nehme an, das war jetzt der, der diese Dinge aufgebaut hat, ne? Ich bin kein Hexenjäger. Mich beschäftigen nur die verweilenden Toten. Gegen Bezahlung, ja, ich weiß. Aber ihr könnt nicht abstreiten, dass es das Böse gibt. Vor einigen Jahren musste ich so eine Bedrohung eliminieren. Ihr habt auf Pennington gehört. Sprecht ihr von Deborah? Ihr habt also schon etwas darüber in Erfahrung gebracht. Ja, Deborah. Die verdorbene Lehrerin. Als Deborah ihr wahres Gesicht zeigte, war ich stolz, über sie zu richten. Sie hat ihre gerechte Strafe verdient. Sie konnte sich gut verstellen. Sie sah aus, als könnte sie keiner Fliege etwas zuleide tun. Aber einen Mann Gottes und der Wissenschaft kann man nicht so einfach täuschen. Nein, mein Herr, wahrlich nicht. Nehmt es mir nicht übel, aber dafür, dass dies das Paradies für Puritaner sein soll, gibt es hier auffällig viele Hexen. Gott hat sich nicht von uns abgewandt. Aber jemand hier verrichtet das Werk des Teufels. Findet die Hexe, Mr. McGrave. Macht aus diesem Land wieder einen Ort Gottes. Ich muss mir meine Brötchen selbst verdienen, Gouverneur. Aber der Herr bezahlt sich ja gern. Ich werde tun, was ich kann. Ich verabschiede mich, Gouverneur. Selbstverständlich. Bitte nehmt die Treppe. Solange ihr hier seid, soll euch das erste Haus auf der linken Seite als Zuhause dienen. Das hört sich gut an. Den Unterschlupf aufsuchen und die Siedler suchen. Noch eine Hexenjagd?
Falls es hier überhaupt eine Hexe gibt. Hallo? Deborah war unschuldig. So, da ist schon mal eine Siedlerin, aber ich würde gerne mal gucken, wo das ist, wo wir schlafen sollen, weil ich denke mal, dass wir da dann nämlich auch ein Lagerfeuer erhalten werden. Und ich denke auch, dass wir dann hier etwas länger noch zu tun haben werden in dem Dörfchen. Optional den Unterschlupf aufsuchen. Und gib uns unser täglich Brot. Unser Brot. Nicht Bier, sondern Brot. Nicht Bier, sondern Brot. Ja, was habt ihr denn gegen Bier? Eine Ehre euch jetzt. Moment. Hä? Jetzt bin ich hier. Ist das neben mir? Den Unterschlupf aussuchen. Den Siedler. Müsste hier sein, ne? Ja, doch. Meine ich doch. Ein Geisterschutz. Ich glaube, du kannst ihn bedenkenlos umstürzen. Kann ich das? Danke. Jederzeit. Es gibt keine Hilfe mehr. Ja, kann ich doch nichts für. Warum kann ich das doch lesen, obwohl ich es überhaupt gar nicht hören kann? Ach ja. Gut. Das. Und dann machen wir mal das Lagerfeuer. So, sehr schön. Können wir noch irgendetwas machen an den... Oh ja, Inventar können wir noch mal irgendwie aufrüsten. So, aufrüsten. Ach, das ist aber wirklich sehr weit unten. Die anderen haben wir dann... Oh ja, so können wir sogar doppelt machen. Sehr schön. Ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt keine Lernsplitter mehr. Wir haben doch so viele Lernsplitter... gesammelt. Ja, das ist das Einzige. Die Entwicklung können wir theoretisch noch machen. Da gucken wir noch mal ganz schnell rein. Immer noch rote Punkte. Rote Punkte brauche ich aktuell nicht. Ich brauche immer noch die grünen Punkte. Also lassen wir das bleiben. Ja, dann würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann in der nächsten Folge anschauen werden, was ist da, ja, mit den Siedlern und dem Brunnen und dieser ganzen komischen Hexenjagd so auf sich hat. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.